2,50 unter 6 Minuten. Komm, leg drauf. Komm, 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 geht schon, komm. Gib Gas. Markos, Manrikos, THEODORIDIS, das ist richtig ausgesprochen oder passt so? Ihr habt jetzt hier mittrainiert, du warst Montag, glaube ich, schon da, du bist heute auch nochmal hier. Isaria Unterföhring, wart ihr ja lange auch aktiv im Team, ihr seid aber doch heuer nochmal woanders, oder? Ja, wir ringen seit, das ist unsere zweite Saison quasi beim Mansfelder Land, aber hier sind wir quasi aufgewachsen, hier haben wir quasi das Ringen auch gelernt. Wir sind hier immer herzlich willkommen, wir trainieren hier so oft wir können. Also Gott sei Dank hat keiner was dagegen, keiner hat Probleme damit. Das wollte ich gerade fragen, also ihr habt doch nicht den Eindruck, dass schon mal tief, es gehen weg und trainieren noch, sowas gibt es ja nicht. Es ist trotzdem ein Team, ihr trainiert genauso mit und ringt halt in der Saison halt dann für ein KAV Mansfelder Land. Für uns gut, das ist auch für die gut, wir haben Trainingspartner, die haben Trainingspartner. Mhm. Das ist also für beide gut quasi, wir können auch was den kleineren also zeigen und die haben jetzt einen neuen Ringer bekommen, den Seidel habe ich mitbekommen, ist auch ein guter Trainingspartner. Also. Kennt ihr den, oder? Ja, ich habe schon mal was gehört, also nie gegen ihn gerungen oder so, aber ich habe was über ihn gehört gehabt. Also ich habe gehört, dass er gut sein soll. Habe ich auch gehört, ja. Wenn wir fit sind, dann können wir mit ihm trainieren, also ist auch sehr gut für uns. Ihr beide seid ja Brüder, ich glaube der Ältere bist du, Markos, oder? Warst du auch der Erste, der auf der Matte stand oder habt ihr beide gleichzeitig angefangen? Nein, ich habe als Erster angefangen mit 8, damals in Griechenland, genau, dann mit 12 sind wir dann nach Deutschland gekommen, damals war er noch 8. Und mit 8 oder 9 hat er dann auch angefangen und langsam haben wir uns hochgearbeitet quasi. Hast du jetzt angefangen, weil dein großer Bruder beim Ringen war oder hast du auch einfach Lust dazu, oder hat er dich ein bisschen überredet? Der hat mich ein bisschen überredet, dann habe ich mit Freistil angefangen, immer Freistil mit ihm, Vollgas und dann hat er gemeint, ja versuch mal Griechisch, jetzt weil, bin ich auf Griechisch umgestiegen. Sehr viel Kraft und das ist einfach Greco, Mann. Und das hat auch bewiesen, dass er das quasi besser kann wie Freistil. Stimmt, ich kenne dich ja auch noch, auch unter Föhring warst du eigentlich immer der Freistiler, genau. Ne? Aber ja, anscheinend dauert es ein paar Jahre, bis man merkt, Mensch, Greco ist mir eigentlich doch lieber, oder? Das gibt es einfach so. Ne? Ja, aber das ist auch Freistil nicht schlecht, weil wir haben halt viele Jahre zusammen trainiert, der hat quasi diese Reaktion, diese Abwehr, das hat er schon alles. Und dadurch hat er auch diese Beweglichkeit, diese Reaktion. Und das hilft halt sehr beim Griechisch. Also Respekt, also ich bin voll zufrieden, beide Stilarten, wenn er ringt. Ich habe noch eine blöde Frage, mal gucken, ob wir das Geheimnis lüften können. Ich habe euch vorhin noch beide trainieren sehen und da muss ich an was ganz Spezielles denken. Könnt ihr euch vorstellen, was das war? Beim Trainieren meinst du? Ja, natürlich die Saison. Ne? Und der hat bald wieder Turniere, also griechische Meisterschaften, Europameisterschaften und ich versuche immer so mitzuhalten, wie ich kann. Also bei dem kann man zwar nicht mithalten, aber ich gebe mir Mühe. Und ich versuche halt immer da zu sein, mit dem trainieren, alles was er will, dass er seine Ziele wenigstens erreichen kann. Ich soll nochmal einen kleinen Tipp geben, es war was anderes, was ich gedacht habe. Ihr habt beide gerungen, es war erstmal ein Trainingskampf, aber ihr habt gerungen. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was ich meine, Manri? Oberbayerische, meinst du vor 4, 5 Jahren quasi? Genau. Wie gesagt, es war ein Kampf, der ist auch sehr viel angeschaut worden. Jetzt ist ja doch einige Zeit vergangen, ihr seid jetzt älter, wir sind erwachsener, wir sind weiser. Kann man jetzt, wenn ich einfach mal frage, war das wirklich ein gestellter Kampf? Ihr habt auch ein bisschen gelacht, habe ich gesehen, oder war das wirklich knallernst? Ihr müsst nicht antworten, aber vielleicht kann man es geheim ist ja jetzt mal lüften. Auf Matte 1, THEODORIDIS Markos, SC Isaria Unterföhring, gegen THEODORIDIS Manrikos, SC Isaria Unterföhring. Matte 1. Markos! Auf der Matte 1 haben wir noch einen kurzen Freundschaftskampf. Bereit halten, Lose, Werner, Ehefrau, Markos, die Ordnung ist der Matte-Check, SC Isaria Unterföhring. Ja,
Ja, der wollte, dass ich ins Finale komme und mit dem... Aber ich habe auch gerungen, also kann man nicht sagen. Also ich habe schon Minimum mit 70% gerungen. Nein. Der hat halt 100 gegeben, der war halt ein bisschen stärker. Nein, das war alles geplant, dass der verliert und dass ich ins Finale weiterkomme. Aber da hat er gemeint, du musst den ersten Platz holen, sonst schlage ich dich. Das ist ja eigentlich auch Kameradschaftspflicht letztendlich, weil ihr seid Brüder, meine, einer muss ja gewinnen. Und wenn du jetzt sagst, pass auf, der kleine Bruder, du möchtest, dass er mit ins Finale kommt, hast du ihm ja letztendlich auch mitgeholfen, weil was soll das, muss ich gegenseitig ausschalten, ist ja einfach blöder. Genau, also das, ich kann mir nicht vorstellen, ich würde nie 100% gegen meinen Bruder ringen. Da verliere ich lieber wieder, anstatt gegen ihn zu ringen. Also das ist ein No-Go, sagen wir mal so. Ich bin einfach so einer, ich sehe ihn lieber gewinnen, anstatt verlieren. Das war halt auch dort. Ich wollte unbedingt, dass er ins Finale kommt, dass er Erster wird. Und mir hat auch der dritte Platz gereicht. Zwei Fragen noch, dann sind wir wirklich durch. Dann könnt ihr euch auch duschen gehen. Du sagst es ja gerade, ich meine, wenn ihr jetzt auch wieder die Saison ringt beim KAV Mansfelder Land, ihr ringt ja dann auch beide, denke ich mal, oder? Also, das heißt, wenn der Manri ringt, dann schaust du ja zu und umgekehrt. Ringt ihr da auch gedanklich mit? Ich denke schon, oder? Also ihr seid zwar am Rand der Matte, aber ihr ringt doch irgendwo, ihr schreit auch rein. Also man ringt dann schon auch gerade als Brüder irgendwo mit in Gedanken, oder schon? Ja, wir ringen eigentlich immer zusammen, aber es kann schon vielleicht vorkommen, dass ich dieses Jahr nicht ringe wegen Arbeit und so weiter, aber ich versuche immer mitzukommen, überall bei den Europameisterschaften, bei jedem Kampf bin ich quasi dabei. Und mittlerweile ist es Gewohnheit, er kann nicht ohne mich, ich kann nicht ohne ihn. Und beim Ringen schaut er immer mich an, weil ich sehe von außen immer besser und der hört das, was ich sage und nicht das andere, Gegenteil. Ich höre, was er mir sagt und er das, was ich sage. Quasi, das ist einfach so. Mittlerweile, wir helfen uns gegenseitig. Mein Trainer, ich bin sein Trainer. Genau. Das wollte ich wissen, weil auch viele uns immer sagen, also nicht alle, aber doch einige, dass sie das, was der Trainer reinruft im Wettkampf, ob jetzt Saison oder Meisterschaft, manchmal gar nicht hören, weil die so vertieft sind in den Kampf, dass sie es wirklich gar nicht wahrnehmen. Aber bei euch ist halt so, dass ihr das schon, die Stimme vom Bruder wahrnimmt und dann auch entsprechend reagiert oder agiert schon, oder? Das stimmt, genau, weil ich höre, was er sagt und er hört, was ich sage. Ich höre wirklich dem Trainer nicht, obwohl ich das hören will, aber mit den Jahren, du bist halt, das ist Gewöhnungssache. Ich spezialisiere mich auf ihn und er auf mich. Und das hilft uns gegenseitig. Also das hilft wirklich sehr. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich werde immerhin versuchen, immer dabei zu sein, egal wo er ist, bei jedem Kampf, auswärts, Europameisterschaften, griechische Meisterschaften. Ich versuche einfach dabei zu sein. Ja. Was heißt eigentlich noch Hellas? Ist das so wie Hellau? Nee, Naschmarrn. Was ist das? Na? Ist eigentlich Griechenland. Früher hat man nicht Griechenland gesagt, sondern Hellas. Das ist halt so geblieben. Ich sehe gerade, ihr seid jetzt hier auch in der Führung, aber ihr habt beide hier T-Shirts an aus Griechenland. Ich weiß nicht, ob das ein Verein ist bei dir da jetzt, oder? Das sind seine Vereine, also die geben ihm immer Klamotten und so weiter und das trage ich halt. Das heißt, die Verbindung nach Griechenland, klar seid ihr da geboren, ist nach wie vor da. Und ihr seid auch, glaube ich, man sieht es ja auch auf Facebook bei den Fotos, wenn dann auch oft in Griechenland oder im Urlaub. Ja. Ja. Urlaub, Turniere, alles mögliche, Vorbereitungen. Stimmt, ihr geht ja auch für euren Verein, stimmt, jetzt in Griechenland, wenn es passt, zeitlich auch noch. Das ist ja Wahnsinn, dass ihr das auch noch, weil man muss ja auch noch hinkommen, das sind ja alles immer mit Kosten verbunden. Oder habt ihr da noch Freunde, Bekannte oder Verwandte, wo ihr dann auch... Freunde haben wir schon genug da, aber meistens trainieren wir ganz woanders. Zum Beispiel sind, sagen wir in Thessaloniki, wohnen wir dort in der Nähe, aber Trainingseinheiten sind immer in Athen oder Patra. Da kommen wir direkt dahin ins Hotel und da ist nur Training, so viel halt können. Und das verbindet uns halt noch. Solange wir ringen. Markos, Manrikos, dann wissen wir jetzt auch, wie der Kampf verlaufen ist auf der bayerischen, der oberbayerischen damals in München. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Vorbereitung noch für die Saison, vor allem eine verletzungsfreie Saison für euer Team, natürlich für euch selber und dann natürlich den bestmöglichen Erfolg. Vielen, vielen Dank, Kai. Grüß mir Griechenland. Mach mal schon. Dankeschön. Mach mal schon.